Herzlich willkommen, liebe Freunde, fern und nah, zum 10. sage und schreibe das 10. Trakehner Kamingespräch hier in der Akademie in Windhagen. Ihr habt mir diesmal kein so besonders einfaches Thema gestellt. Erfolgsfaktoren in den Pedigrees erfolgreicher Trakehner Springpferde. Was soll ich euch da erzählen? Im Vergleich einer Reinzucht, die darauf bedacht ist, ihr Leistungserbe aus sich selbst heraus zu filtern, im Vergleich zu den großen Sportpferdezuchten Europas, die sich nun bedienen dürfen an den besten Springgenen der Welt. Und ich sage zum Beispiel, nur zwei Hengste, Diamant de Semilly, der erfolgreichste Springhengst der Welt mit seinen zahlreichen Söhnen und Enkeln, oder Kornet Obolensky, fast, oder ich würde sagen, jede Sportpferdezucht Europas ist mit den Genen zum Beispiel dieser Vererber gesegnet, und zahlreiche andere Beispiele könnte ich auch aufführen. In der Trakehnerzucht ist das anders. Hier muss versucht, auf Quellen, auf Gene sich zu besinnen, die dem Prinzip der Reinzucht entsprechen. Und das kann eigentlich nur das englische Vollblut sein. Es können nur die Vertreter der arabischen Rassen sein. Und es sind Gottlob dabei die Gene, die Leistungsgene, die springbetonten Gene, die aus den osteuropäischen Trakehner-Populationen in unsere Gesamtpferderasse der Trakehner hineinfließen. Sei es Litauen, dazu erzähle ich euch später noch ein wenig. Da war ich gerade vor 3 Wochen. Natürlich ursprünglich aus Kirov, aus Russland, aus der Sowjetunion vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Natürlich auch aus Polen. Und heutzutage auch sehr, sehr intensiv aus Estland. Und durch diesen Gang der Geschichte einer Zucht, gerade in den letzten Jahrzehnten, gerade in den Jahren ihres Aufbaus, wollen wir nun gehen. Und da bleiben wir einfach einmal noch in Ostpreußen. Diese Zucht hatte ja im Heimatzuchtgebiet mehr als 25.000 eingetragene Mutterstuten. Das Trakehnerpferd, das ostpreußische Warmblutpferd Trakehner Abstammung, war eigentlich nie auf Springorientierung gezüchtet. Es war im Ursprung eine Remonte, ein Pferd für die Kavallerie, für das Heer und ein Gebrauchspferd für die ostpreußische Landwirtschaft. Aber aus diesem Gebrauchspferd, was hier nun überhaupt nicht diskriminierend gemeint ist, entstanden dann eben häufig auch besondere Pferde für den großen Parcours, für den internationalen Parcours. Und das Hauptgestüt Trakehnen war federführend in der Hinsicht, weil dieses Hauptgestüt hatte die Möglichkeit, eben den Anglo-Araber, den Araber oder auch den in seiner Vererbung dokumentierten, reingezogenen Trakehnerhengst einzusetzen und so deren Erbe ins Land zu verbreiten und zu verstreuen. Und hier habt ihr zum Beispiel einmal schon den Springderby-Sieger von 1930. Da war er mit Herbert Frick einer der drei Trakehner, und ich sage jetzt immer wieder Trakehner, die definitiv vor dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkrieges nun die Springderbys in Hamburg erfolgreich bestritten haben. Aber wie sieht so eine Abstammung aus? Und die führt uns dann eigentlich weiter auch in unsere Gegenwart. Diese Abstammung war blutgeprägt, war anglo-arabisch dominierend. Denn der Vater dieses Morgenglanz, der im Jahre 1916 in Trakehnen geboren wurde, dieser Nana Sahib, galt seinerzeit in Frankreich als das erfolgreichste Hindernisrennpferd des Landes.
Er hat zahlreiche große Rennen bestritten, bevor er nach Trakehnen kam. Und in Trakehnen hat er ja nun auch zahlreiche großartige Springpferde und Vielseitigkeitspferde hinterlassen. Wir hatten schon in unserem Thema mit den Vielseitigkeitspferden, hatten wir ihn auch schon im Fokus, mit Heimat Horst und Heimat Sank und seiner berühmten Tochter Panna. Dieser Hengst hatte ein wirklich schier grenzenloses Springvermögen, was er auch noch in seinen Marstallzeiten als Hauptbeschäler in Trakehnen unter Beweis stellte, indem er aus dem Stand, um der Meute zu folgen, die 2 Meter hohe Paddockmauer seines Auslaufes überwand, ohne Probleme. Dieser Nana Sahib war ein großer Held seiner Zeit. Und wir müssen darauf achten, dass wir wieder in der heutigen Gegenwart uns auf solche Helden konzentrieren. Und sie sind da. Sie müssen nur genutzt werden, liebe Freunde. Ein weiterer großartiger Springderby-Sieger, den habt ihr schon in mehreren Dokumentationen hier in unseren Podcasts erlebt, ist Nanook von Cornelius. Irmgard von Opel, seine Reiterin, war die erste Dame, die das Springderby in Hamburg gewonnen hat. Eine wunderbare Reiterin, und da habt ihr wieder das Erbe von Nana Sahib. Denn der Vater des Nanook, der Cornelius, war ein Sohn des Nana Sahib, ebenfalls in Trakehnen geboren. Nanook im Hauptgestüt Graditz geboren. Aus einem sehr schweren, und zu dieser Thematik kommen wir dann auch später nochmal, und Stutenstamm, der sehr viel Kraft und sehr viel Power und sehr viel Darstellung verkörperte. Diese Nordmannianer-Familie, die da nach der Auflösung der Graditzer Trakehnerzucht oder Warmblutzucht in die Rappherde von Trakehnen versetzt wurde und dort auch weitere wertvolle Dienste geleistet hat. Also hier ganz klar noch einmal das Erbe des arabischen Blutes, des angloarabischen Blutes. Was vielleicht vergessen wird, wenn wir nochmal zu Morgenglanz zurückgehen, es gab noch einen dritten Springderby-Sieger in Hamburg. Im Jahre 1937 gewann der ostpreußische Trakehner Wallach Schorsch, ebenfalls der Springderby. Aber das ist in die Vergessenheit geraten, und das sind politische Gründe und vielleicht auch so ein bisschen ethische Gründe, weil der Reiter war Hermann Fegelein, der Schwager von Adolf Hitler. Deswegen hat man das nie so groß in die Öffentlichkeit gebracht. Er war SS-Obersturmführer und Leiter des Schutstalles in Berlin. Aber allein 3 Trakehner-Pferde, die in diesen Jahren, der Springderby ist ja zu Beginn der 20er Jahre erst entstanden, in diesen Jahren nun Springderby-Sieger wurden. Und dann sind wir natürlich noch bei Trakehnen geblieben. Ein großer Verlust für unsere Population während des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg ist nicht nur meiner Meinung nach die Tatsache, dass dieser Lateran, der ja sein Leben lang als Landbeschäler von Celle in Diensten war, nicht genügend genutzt worden ist in der Trakehnerzucht. Er war klein, er hat auch laut Dr. Schilke nicht so sehr viel Gang vererbt, aber er hat in der Hannoveranerzucht Spitzenpferde für den Parcours geliefert ohne Ende. Und selbst heute noch, der Hannoveraner Züchter, und ich kenne viele, die sein Erbe in ihren Stutenfamilien, in den hinteren Generationen pflegen, sie sind stolz auf das Erbe dieses wunderbaren Lateran. Denkt an Lavendel, diesen Hannoveraner Parcourshelden, der mit Hugo Simon seinerzeit im Grunde alle Parcoursplätze der Welt beherrscht hat. Und das ist nur ein Beispiel. Auch wenn ihr nun in euren weiteren Zuchtplanungen hinsichtlich der Konsolidierung von Trakehner Springgenen nun bemüht seid, habt ein Auge auf ihn, auch wenn er in den hinteren Generationen nun auftaucht. Denn er hat das
überdeutlich vermittelt. Und warum hat er es vermittelt? Weil er vielleicht eben auch mütterlicherseits über seine Mutter das Erbe des polnischen Vollblut-Arabers fetisch mitbrachte. Und über Kankara kommt noch einmal wieder Nana Sahib dazu. Das sind schon die Gene, die uns helfen, Technik, Manier, Mut und Herz am Sprung nun deutlich zu verbessern und in Einklang zu bringen. Dann war die ostpreußische Warmblutzucht-Trakehner-Abstammung war im Grunde vernichtet. Von 25.000 Mutterstuten sind dann eigentlich nicht mehr wie 500 oder 600 in Westdeutschland und in Mitteldeutschland noch zum Zuge gekommen. Einer von denen, der dann die Fahnen im schweren Parcours hochhielten, das war Spritzer, der Famulus-Sohn aus der Meta, der mit Karl-Heinz Gibmanns nun in den 60er Jahren zu den besten Springpferden Deutschlands gehört. Er hat große Preise bestritten. Nationenpreise hat es vielleicht nicht ganz gelangt, aber ein wunderbares Springpferd mit ganz großen Erfolgen, der allerdings dann auch wieder nur eines in der Richtung auch von Springgenetik verkörpert, weil sein Vater Famulus als Sohn des Vollblut-Arabers Fetisch in der Reinzucht wie das arabische Erbe ins Gespräch bringt. Und das wird sich wie ein roter Faden weiter durch meinen Vortrag führen, dass eben von diesen Ahnen, von diesen Genen häufig nun die Springveranlagung, die gesamte Art am Sprung deutlich verbessert wird. Das ist dokumentiert. Der hatte kein arabisches Erbe. Aber er zählt zu den absoluten dokumentierten Springvererbern. Dieser Karajan, 1956 geboren, aus einer Dreckstute, die sehr viel Kraft und sehr viel Power hatte und auch eine ganz besondere Einstellung zu allen geforderten Aufgaben. Dieser Karajan war ein herrischer Typ. Man hat ihn damals nicht getraut. Dr. Schilke hat ihn vermehrt in die Zucht genommen, weil er neue Gene hineinführte, weil er frei von Pythagoras und Dampfrost und Tempelhüter war. Und er war etwas hochbeinig, etwas schmal im Körper, etwas rank, mit einem unbezwingbaren Wesen, mit einem großen Herzen. Und er hat seine Springmanier und seine Talente häufig selbst nun demonstriert. Nicht im Turniersport, aber eben bei den Vorführungen. Was bei Karajan eben so wahnsinnig wichtig ist, dass er eigentlich von seiner Manier zu springen schon Holsteiner Art hatte. Das war ungewöhnlich. Aber das kommt natürlich auch, dann geht das weiter mit ihm, weil er dann zig S-Springpferde geliefert hat, trotz überschaubarem Einsatz. Warum ist er nicht mehr eingesetzt worden? Weil die Züchter der neuen Stunde des Wiederaufbaus einfach nur auf Sammlung der noch übrig bleibenden Gene bemüht waren. Die waren gar nicht so sehr auf den Turniersport fokussiert. Sie wollten eigentlich nur erst einmal die Population retten. Und trotzdem gelang es dem Karajan, trotz überschaubarer züchterischer Chancen, ein S-Springpferd nach dem anderen zu liefern. Wie zum Beispiel diese Biene, die mit Hugo Simon Olympia-Reservepferd war für die Olympischen Spiele. Eine Stute, die im Gestüt Grumbach in Schafbrücke in der Nähe von Zweibrücken geboren wurde. Und ihr habt hier nun wieder einmal das Beispiel der Vater Karajan, der uns in den nächsten Beispielen weiter begleiten wird, denn er wirkt auch in den hinteren Generationen immer wieder springbetont und wertvoll für den Parcours. Aus einem sehr, sehr guten Stutenstamm, der übrigens bei Siegfried Lask begründet wurde. Diese Botin von Pirol zählte zu den Dreckstuten von Fritz Lask, dem Vater von Siegfried Lask, zu dem wir gleich noch kommen werden.
Eine sehr qualitätvolle Stute mit allerbesten Leistungsgenen ausgestattet. Vielleicht nicht so sehr auf die Springgenetik konzentriert, aber hier kam Rittigkeit dazu, hier kam Leistungsbereitschaft dazu von der mütterlichen Seite. Und so entstand dann so eine Biene. Wunderbare Stute, die ich auch im Alter noch erleben durfte, die auch das Charisma und das Herz und die hohe Intelligenz ihres Vaters besaß. Und dann war eben dieses Trakehnergestüt Birkhausen, ganz in der Nachbarschaft, wo Biene geboren wurde. Und hier wirkte einige Zeit der englische Vollblüter Prince Rouge, ein Franzose von Rouge-et-Noir, ein gewaltig gehender Blüter mit so sehr viel Härte und Athletik und Kraft im Gang. Seht ihr ja an diesem Bild, das ist schon ungewöhnlich für einen englischen Vollblüter. Und diese vom Blüter kommende Athletik verband sich dann hervorragend mit dem Erbe von Karajan. Und dann entstand zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel für zahlreiche dieser Anpaarungen, Karajan mal Prince Rouge oder umgekehrt, entstand so ein Feuervogel, der mit Peter Sünkel seinerzeit zu den erfolgreichsten Springpferden Deutschlands zählt. Als Trakehner war er sowieso viele Jahre das erfolgreichste Trakehner-Springpferd. Der ist Wiesbaden gegangen, der ist Hamburg gegangen, der ist die ganzen großen Preise gegangen. Ein wunderbares Pferd, das nicht nur den Adel und die Athletik seines Vaters hatte, sondern eben auch die Härte und die Technik des Großvaters mütterlicherseits. Denn da steht er aus der Fabel von Karajan. Und da schließt sich wieder der Kreis. Das ist in so einer kleinen Population einer Trakehner-Reinzucht eigentlich ein Erfolgsrezept, diesen bewegungsstarken, kraftvollen Vollblüter einzusetzen mit diesem harten und über dem Sprung eben hochbegabten Blut des Karajan. Und so gibt es zahlreiche Beispiele. Und mütterlicherseits tritt da noch Fantast hinzu, ganz selten vertreten in der Population damals schon und heute ist er ganz weit im Hintergrund. Das war ein unglaublich gesunder, rittiger Hengst, der selbst im Alter von 30 Jahren noch seine Aufgaben vorbildlich erledigt hat. Dieser Fahnenprunk-Sohn aus der Selma. Das sind selten vertretene Gene und das zeigt uns ja wieder einmal, wie wenig auch in diesen Jahren und diesen Jahrzehnten auf die Pflege springbetonter Gene geachtet wurde. Und deswegen brauchen wir uns auch gar nicht zu wundern, dass dann eben auch Zeiten da waren, eine Reinzucht natürlich zu Gesicht stehend, da kann nicht das entstehen, was in Holstein entstanden ist in diesen Jahren oder in anderen deutschen Sportpferdezuchten, in dieser kleinen Population. Aber hier ist dennoch etwas entstanden. Und da sind wir wieder noch bei dem Erbe von Karajan. Dieser Heimherr von Caesar mit Ralf Runge wurde aufgrund seiner Eigenleistung im Hengstbuch des Trakehnerverbandes eingetragen, hat zahlreiche große Preise gewonnen und war ein relativ kurzbeiniger, sehr nobler, aber unglaublich mutiger, kraftvoll abdrückender Fuchshengst, der wiederum das Erbe von Karajan trägt. Warum? Wo kommt das her? Trotz dieser wenigen Chancen, die dieser Karajan hat. Natürlich kommt hier bei Heimherr über Caesar und Ozean. Ozean wieder der Großvater von Granus, der ja in Oldenburg großartige Springpferde hinterlassen hat. Und über die Zeder von Tropenwald aus dem Hauptgestüt Trakehnen kommt erlesenes Leistungsblut hinzu. Aber hier kommt auch einmal ein Mutterstamm in Szene. Diese Heike von Karajan, die Mutter des Heimherr, vertritt diesen schwedischen Stutenstamm der Heimkehr und der wird uns auch weiter begleiten, weil diese Heimkehrfamilie, die seinerzeit im Trakehnergestüt Birkhausen gepflegt wurde und begründet wurde, hat zahlreiche großartige Springpferde hinterlassen. Also achtet bitte
hier auch meine Zuhörer in der Ferne auf diese Genetik, denn die gibt es noch. Heimherr gibt es noch und Cäsarblut ist auch noch da und Karajan natürlich schon sehr weit hinten reingerückt. Und da sind wir nämlich bei so einem aus dieser Genetik. Phantom TSF mit Stefanie Bunniberger zählte viele Jahre zu den erfolgreichsten oder dem besten oder war viele Jahre das beste Springpferd der Trakehnerzucht. Ein ganz harter, wesensfester, unverwüstlicher Sportler, der mit seiner Reiterin ganz viele große S-Springen siegreich beschritten hat. Und ihr seid ja wieder bei derselben Genetik. Es zieht sich wie ein roter Faden hier durch. Hier ist wieder derselbe Stutenstamm, der Heimkehr. Hier steht wieder Karajan über seine Tochter Heimliche im Hintergrund. Und hier kommt dann noch einmal oder zum ersten Mal massiv das arabische Blut ins Spiel. Einmal über den Vater, den Parfors, ein harter, ungemein vitaler Hengst als Sohn des Habicht, der ja internationale Vielseitigkeiten gewonnen hat mit Martin Plewa, als Enkel des Burnus, eines anglo-arabischen Halbblüters, der hinsichtlich seiner Rittigkeit und seiner Einstellung und Leistungsbereitschaft ein Phänomen war. Dann das irische Blut der Punchestown Lady, der Mutter von Parfors. Diese irischen Stuten, die haben ja, bevor sie in die Zucht kommen, so viel erlebt und sich so sehr deutlich beweisen müssen in den wahnsinnig schweren Jagden auf der irischen Insel. Und dann wiederum arabisches Blut und diesmal aus dem Lager des Shagyas. Und dass der Shagya in einer Reinzucht wie den der Trakehner eine ganz bedeutende Rolle spielt, das ist unbestritten und das müsst ihr bitte beachten. Wir kommen nochmal zu den Shagyas später. Ja, und dann gab es natürlich einen großen Helden, der nun jahrelang und bis zum heutigen Tage eine Sportler- und Vererberlegende nicht nur in der Trakehnerzucht ist, gefeiert als Goldmedaillen-Mannschaftsgewinner in Los Angeles 84, Einzelsilber hat er auch gewonnen mit Konrad Homfeld. Er hat zwei World Cups gewonnen, einen in Aachen und einen in Berlin. Ein Hengst, den ich euch natürlich hier auch vorstellen muss, weil er vielleicht, nicht nur vielleicht, er ist eines der erfolgreichsten Springpferde aller Zeiten gewesen, aber er ist natürlich auch nicht so gezogen, wie wir es jetzt nun vorher versucht haben, von der Linienführung zu machen. Sein Vater Donauwind, ein treuer Vererber von Rittigkeit und hoher Leistungsbereitschaft, ist nicht so groß aufgefallen hinsichtlich der Mitgabe von überragenden Springtalenten. Vielleicht mütterlicherseits natürlich über Maharaja kommt wieder das Erbe des arabisch gezogenen Famulus hinzu. Aber diese Abiza, die hat es eben bewirkt, weil sie einen Stutenstamm vertrat, der zu den Besten der ostpreußischen Warmblutzucht zählte. Und diese Abiza hat es dann nicht nur mit Donauwind geschafft, großartige Pferde zu liefern, sondern auch mit anderen Hengsten, vor allen Dingen mit anderen Hengsten. Und Händel, ihr Lieben, das ist wieder ein Karajan-Sohn. Dieser Händel wurde seinerzeit von Gerhard Schickedanz auf seine Golden Farms nach Kanada geholt, in die Nähe von Toronto, war ein Karajan-Sohn. Und Abiza hatte er sich ein paar Jahre vorher gesichert. Und hier haben wir Abiza mal Karajan. Und dieser Aida hat ganz große Nationenpreise gewonnen mit James Elder. Die zählte zu den besten Springpferden der Welt. Die war zweimal für Olympische Spiele nominiert für ihr Heimatland Kanada. Eine wunderbare Stute. Und dieser Abiza hat nicht nur Abdullah und Amigo nicht zu vergessen, den Bronzemedaillengewinner der Pan American Games. Sie hat auch
neben diesen dreien auch mit Archibald und Anton und weiteren Pferden Spitzenpferde für den großen Parcours geliefert. Und mit großem Parcours meine ich hier nun Höhen von 1,60 Meter, 1,40 Meter bis 1,60 Meter. Also hier nun eine Stute, dieser Abizar, dieser Stamm ist nahezu ausgestorben in der deutschen Population. In Nordamerika gibt es ihn noch. Dieser Abizar hat in den verschiedensten Anpaarungen, allerdings mit erlesenem Leistungsblut, sei es nun über Händel Karajan oder Donauwind Pregel oder Händel oder bei Amigo ebenfalls auch Händel Karajan, nun das dokumentiert, was eine Mutterstute in der Lage ist zu vererben. Und um in den USA zu bleiben, sind wir wieder und wir kommen immer wieder dahin zum Anglo-Araber. Und da schließt sich auch wieder ein Kreis. Dieser Livius von Habicht, hier ist er, glaube ich, in Aachen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber er sieht so ein bisschen so aus. Mit Emil Hendricks, diesem Nationenreiter, diesem Weltklasse-Reiter. Und dort hat er schon großartige Erfolge feiern dürfen auf europäischem Boden, auch in Nationenpreisen, auf in großen Preisen und wurde dann in die USA verkauft an N. Kosinski und da war er eben Pan American Games Gewinner auch und Medaillengewinner. Mit N. Kosinski hat die Trakehnerzucht seinerzeit schon in den 80er Jahren drüben in der neuen Welt vorbildlich vertreten. Ja, und genetisch ist das natürlich hier ein bisschen anders, außer dass wieder über Habicht und Burnus dieses prägende Merkmal der Mitgabe von überlegener Springveranlagung nun verankert ist. Und mütterlicherseits tritt mal ein ganz anderer hinzu, der das aber auch häufig vererbt hat, nämlich dieser Sterndeuter. Dieser Sterndeuter, der einige Jahre in Schleswig-Holstein gedeckt hat, der im Übrigen auch die Anerkennung der Holsteiner Sportpferdezucht besaß, unter anderem mit Stromer ein überragendes internationales Springpferd geliefert hat. Und dann ging er zu Franziska von Kinzel nach Burg Miel im Rheinland und hat dort auch in der rheinischen Warmblutzucht ganz großartige Sportpferde hinterlassen, die vielleicht nicht so eindeutig nun springorientiert waren. Er hat eben auch sehr gute Vielseitigkeitspferde gemacht. Er hat auch gute Dressurpferde gemacht. Rittig waren sie, leistungsbereit waren sie. Und seine Töchter waren häufig die Grundlagen für ganz gezielte Anpaarung hinsichtlich einer ganz besonderen Springveranlagung und von Springtalenten. Und wenn ihr jetzt mich fragt, wie das dann weitergeht, das ist reines Trakehnerblut mütterlicherseits. Modekönig in Trakehnen geboren, ein Hyperion-Sohn aus einem der besten Stutenstämme des Hauptgestüts Trakehn. Und Lethe war eine Treckstute ohne bekannte Abstammung. Da kann ich euch dann nicht mehr viel dazu sagen. Aber achtet bitte in dieser Kombination der Genetik, in dieser Verbindung von Habicht, Burnus und Sterndeuter auf eine konzentrierte Verbindung oder Konzentration von Trakehner Springgenen. Das war ein ganz besonderer, liebe Freunde. Das war ein ganz besonderer. Hier ist er in Aachen mit Martin Malot und er hat der reiterlichen Vereinigung von Argentinien gehört. Vorher war er bei dem Züchtersohn Frank Müller hoch erfolgreich in schweren Springen. Ein Flaneursohn. Flaneur vielleicht nicht so der Springvererber, aber bei diesem Trenk Quattro, wie gesagt hier in Aachen beim Cio, bei diesem Trenkando kommt wieder was ins Spiel? Natürlich Burnus. Den habe ich jetzt schon 6 oder 7 Mal oder 8 Mal erwähnt. Über Habicht, über seine Töchter und dann so ein ausgewiesener Leistungsstamm. Dieser Leistungsstamm hat ja eben nicht nur diesen Trenk Quattro gebracht, er hat auch die Vollschwester Tiflis gebracht, die Trenk Quattro Vollschwester, die ihn auf deutschem Boden zahlreiche S-Springen gewonnen hat. Und dann ist es der Stutenstamm der Tenia,
Wenn Christina Hauter heute zuhört, dann weiß sie oben, von was ich spreche. Das ist der Stutenstamm ihres Tetan. Das ist der Stutenstamm des Tümmler. Und auch auf die Stutenstämme müsst ihr achten, wenn ihr springmäßig nun euch orientieren wollt. Wir hatten schon einmal jetzt die Arbitzer, die Arbeitgeberin, Botschafterin aus der Familie der Arbeitgeberin. Wir hatten schon die Heimkehr von Heimdall in der Anpaarung mit Karajan und Ghazal mit arabischem Blut. Und wir werden weiter auf diese Stutenstämme nun achten müssen, weil das ist ja das Erbe, was nun eine Trakehner-Reinzucht hat. Und gerade die Trakehner-Zucht pflegt ja nicht umsonst ihre Stutenstämme in ganz besonderem Maße. Das ist das Kostbarste, was die Zucht hat, weil diese vererbungssicheren uralten Stämme, diese gesamte Familiensaga, dann eben auch wieder geeignet sind in ihrer Erbgang, in ihrer Vererbung auf die gewünschten Merkmale der von Springen zum Beispiel, der Vielseitigkeit oder auch Dressur, haben wir auch schon vorher dokumentiert in den anderen Kamingesprächen, nun das zu vermitteln, weil sie die Basis sind, wie zum Beispiel bei diesem hier. Natürlich ist es ein Sohn des Axis, aber der war im internationalen Grand Prix-Viereck unterwegs. Aber seine Mutterlinie, diese Herzlani von Costolani, diese Herzchen von Ginster, aus der Züchterhand von Veronika von Schöning, unserer unvergessenen, großartigen Züchterpersönlichkeit. Hier trifft genau das zu, was ich eben versucht habe, nun zu sagen, diese tragenden Stutenstämme, diese Vererbungssicherheit. Und Vererbungssicherheit meine ich nicht nur Qualität in Exterieur und großes Gangvermögen. Da geht es auch um Gesundheit. Da geht es um Fruchtbarkeit. Da geht es um die richtige Einstellung. Da geht es um Mut. Da geht es um Intelligenz. Das ist in diesen Stutenstämmen verankert. Und darauf müsst ihr achten. Und Hirtentanz ist ein so großartiges Beispiel dafür. Er hat zahlreiche Esskonkurrenzen gewonnen. Takashi Hase und Philipp Hartmann ist heute in den USA und die Trakehner Springpferdezucht wäre ohne Hirtentanz eigentlich um einiges ärmer, weil er zum Beispiel auch mit seinem Sohn Abendtanz nun einen S-Parcours-Sieger gebracht hat und dieser Abendtanz sich dann auch in dieser Richtung wieder vererbt. Aber warum? Jetzt darf ich bei einem Kamingespräch ein Gläschen Wein heben. Gehört ja zum Kamin dazu. Warum Abendtanz? Nun, in der Anpaarung mit Hirtentanz. Natürlich, er hat diesen großartigen Vater. Aber er hat auch eine Mutter, die zweimal Spring-Championess bei den Trakehnern war. Die Schwere springen in Serie, bevor ihre züchterischen Laufbahn bestritten hat. Diese Amazing aus dem Besitz von Heiner Bär in Buchholz. Und er pflegt, Gottlob, diesen Stamm immer noch mit sehr viel Bedacht, weil Amazing dann über Long Deal und vor allen Dingen jetzt mit seiner Hirtentanztochter immer wieder Großartiges leistet. Denn zu Abendtanz gibt es eben auch noch eine tolle Vollschwester. Und dieser Stamm steht unter springorientierten Aspekten dort in großer Blüte und ist jedes Jahr wieder für eine große Überraschung nun bereit. Und dieser Stutenstamm eben auch, ein sehr tragender Stutenstamm mit sehr viel Rittigkeitsmerkmalen ausgestattet über Cassiva. Cassiva, der ja nun australischer Meister in der Vielseitigkeit war, also Nationalchampion, dieser Ibikos-Sohn und dann Totilas im Hintergrund. Und der Reitpferdeaspekten natürlich auch über Costolani und Enrico Caruso geht es nicht besser. Was ist das für eine Genetik? Und die setzt er ja auch durch und die setzt er ja in Szene. Ich glaube, niemand, der dabei war, konnte sich der Faszination entziehen, die dieser junge Hengst in diesem Frühjahr in Münster-Handorf erweckt hat. Dieser Lebenstraumsohn, der ja dann
der schon als Fohlen von Kari Ochsner entdeckt wurde, auf der Fohlenauktion des Trakehner Hengstmarktes seinerzeit. Und er hat ihn geruhsam aufwachsen lassen. Und dann hatte er die große Freude, ihn gekürt zu sehen. Er konnte sich Gottlob in diesem Jahr über züchterischen Zuspruch nicht beklagen. Und das soll ihm auch gebühren, weil dieser junge Hengst wurde gezüchtet vom Traditionszüchter Siegfried Lask in Hohenrade, der diesen Stutenstamm schon bereits seit Kindesbeinen nun begleitet. Sein Vater hat die Stammstute seinerzeit im Treck, die Feldrose von Parademarsch, vor dem Treckwagen bis nach Schleswig-Holstein gefahren, gelenkt. Und dieser Stutenstamm ist seitdem in Besitz der Familie und ganz besonders aufgebaut worden. Und das sind eben auch Merkmale. Ein Siegfried Lask, dieser Züchter, kennt die Merkmale seines Stutenstammes. Er weiß ganz genau, was drinsteckt hinsichtlich dieser Springgenetik, hinsichtlich dieser Einstellung am Sprung, hinsichtlich Manier und Technik und Baskül und diesen ganzen Dingen. Und deswegen hat er auch immer wieder in der Anpaarung auf dieses Erbe nun sehr deutlich geachtet. Lebenstraum ja selbst im Springen nun siegreich in Klasse S. Und dann habt ihr die Genetik, die sich väterlicherseits mit Sixtus mütterlicherseits verbindet. Hier habt ihr wieder den Habicht auf der Mutterseite, aber hier habt ihr Abendtanz, den ich euch eben gerade schon vorgestellt habe, diesen Sohn der Amazing. Und hier habt ihr nochmal Heops, den werden wir gleich auch nochmal erleben, der mit Isabel Heckmann zu den besten Springpferden Europas zählte. Und dann sind wir dann auch schon wieder in der osteuropäischen Trakehnerzucht. Also hier ganz wohl überlegt diese Anpaarung durchgeführt. Und dass Siegfried Lask, der ja auch mal hier und da nun versucht hat, nun die Springveranlagung seines Stammes mit der Zuführung von Holsteiner Genen nun vielleicht aufzubessern, ist da ganz schnell wieder von runtergekommen und hat sich gerade jetzt, ich meine, er ist ein Seniorzüchter und bewundernswerter Züchter, Traditionszüchter, nun das beste Blut aus Frankreich gesichert. Und gerade hier, und Inge und Frank Weißkirchen sind ja bei uns, wie schön, ich freue mich sehr, mit Fidelio du Donjon, diesem wunderbaren französischen Anglo-Araber, zwei tolle Nachkommen aus seinem Stutenstamm gezüchtet. Und der Zweijährige ist in ihren Händen. Ich gratuliere euch sehr. Ich darf es jetzt in der Öffentlichkeit auch mal so sagen. Und ihr habt schon so viel Besonderes geleistet. Und der wird, wenn er gesund bleibt, auch seinen Weg gehen. Das sind wir sicher. Herzlichen Glückwunsch. Nur einmal auch zu erwähnen, dass man auch gezielt sich dann nun dieses besondere Erbe, und in diesem Fall aus Frankreich, zu sichern. Dieser Fidelio du Donjon zählt zu den dokumentiertesten Sportpferdevererbern im Parcours in Frankreich. Der ist 2,10 Meter gegangen in seiner Turnierkarriere. Und dann mit so einem Trakehner Stutenstamm, der ist hier natürlich nun mit feiner Traum nun ganz erlesen gezogen. Und so soll diese Genetik der Zucht zugeführt werden. Und auch diesen haben wir aus ganz besonderen Gründen hier dabei. Dieser Tecumseh, dieser Lückesohn, der nun in diesem Jahr seine ersten S-Siege nun verbuchen durfte, der schon, ich will nicht sagen bewegt, aber doch mit drei verschiedenen Reiter eigentlich immer wieder demonstriert hat und dokumentiert hat, was in ihm steckt, als junger Hengst mit Fabian Lipski und dann nun 2-3 Jahre mit Philipp Hartmann und nun mit Eva-Maria Löhr, die ist nun eine ganz wunderbare Reiterin und Springreiterin im Haupt- und Landgestüt Marbach. Und dieser Hengst ist eben auch ein wunderbarer Botschafter des Trakehner Springpferdes, nicht aufgrund seiner Erfolge vor allen Dingen, sondern auch aufgrund seiner Genetik. Denn sein Vater Lücke hat selbst S-Springen erfolgreich nun bestritten. Und dann kommt das Rittigkeitserbe von Ibikus und Friedensfürst hinzu. Und dann natürlich ein Stutenstamm,
der zu den Leistungsdynastien zählt. Da aus diesem Stamm kommt eben nicht nur Tecumseh, sondern auch sein Vollbruder selbstverständlich Tempelhof, der ebenfalls bester Springhengst der Körung war. Es kommt Titulus daraus, es kommt Tarison daraus, es kommen eigentlich auch gerade hier nun mit dem Hintergrund von Karnitz, der ebenfalls im S-Parcours erfolgreich war, und natürlich in diesem Fall mit Hirtentanz zigfacher S-Springsieger. Nun ist das dokumentiertes Leistungserbe für den Parcours. Besser geht es einfach nicht. Und diese Athletik und diese Art, die auch seine Nachkommen haben und dieses Besondere, was sie eben auch prädestiniert für den weiteren Weg in großen Springprüfungen, das ist ihnen mitgelegt worden in die Wiege aufgrund ihrer Genetik. Ein ganz anderes Thema mal. Das war einer, der kommt aus dem Rheinland. Dieser Better Be Good ging dann als eines der Spitzenpferde, genauso wie Better and Better, sein Vollbruder, über die damalige Trakehner Reitpferde-Auktion auf dem Klosterhof Medingen, blieb zuerst bei Burkhard Wahler. Der hat ihn bis M so erfolgreich geritten, mit Thorsten Wittenberg, ein ganz renommierter Holsteiner Reiter in Schleswig-Holstein, ging er dann S. Und das ist jetzt nun mal so ein bisschen vom arabischen Erbe weggehend, sind wir jetzt beim Vollbluterbe. Denn dieser Sir Shostakovich, der Vater von Better Be Good, ein Ire mit wiederum sehr viel Kraft, mit sehr viel Klugheit und sehr viel Mut, hat zahlreiche Spitzenpferde für den Parcours geliefert, für die großen Springen. Und mütterlicherseits geht es ja hier ungemein spannend weiter. Aus der Zucht von Hagen und der Familie Willems in Emmerich, ein ganz besonderer Leistungsstamm, der ja nun nicht nur diese Better Be Good und Better and Better geliefert hat, sondern auch Brisbane und Bordos und so weiter, alle Spitzenpferde für die großen Springprüfungen. Und warum? Weil diese Britannia von Hartung eben Springgenetik in Verbindung mit Sir Shostakovich in diesem Fall auf allerhöchstem Niveau verkörpert. Hartung hat ja im Rheinland ein Springpferd der Spitzenklasse nach dem anderen gebracht. Ich denke nur an Windy zum Beispiel, die über viele, viele Jahre, vom Bettinger war die, glaube ich, nicht, Roswitha? Wilhelm Bettinger hat die geritten, im Rheinland zu den besten Springpferden Deutschlands zählt. Und das ist nur ein Beispiel. Dieser Hartung, der nur nach reinem Trakehnermuster gezogen war, aber selbst überragend springen konnte. Und das ist dann mal einfach für euch nur ein Hinweis, achtet auf das Erbe von Hartung. Und in dieser Verbindung mit diesem legendären polnischen Anglo-Araber Ramses kann das eigentlich nur zu solchen Erfolgen führen. Dieser Ramses als Großvater des Ramiro und von Robin, der Ahne von Robin, von diesen großartigen internationalen Parcourshelden. Wir haben viel zu wenig in diesen Jahren darauf geachtet, diese Hengste einzusetzen und vor allen Dingen gezielt in unserem Zuchtprogramm zu verankern. Aber es gibt diese Gene noch und deswegen achtet darauf, wenn ihr Springpferde züchten wollt. Und deswegen sind wir ja heute Abend da, um das zu diskutieren. Wir sind nochmal beim Vollblüter. Rusticus, der Vater Favoritas, wird immer zu den erfolgreichsten englischen Vollblütern der Welt zählen. Der hat zahlreiche große internationale Preise gewonnen. Sei es in Norwegen, sei es in Stockholm, sei es in ganz Nordeuropa, sei es überhaupt national. Große Preise und Nationenpreise. Ein ungemein springbegabter und mutiger und athletischer und drahtiger und mit einer überlegenen Technik ausgestatteter englischer Vollbluter, der in der Trakehnerzucht viel zu wenig eingesetzt wurde.
Es gibt noch so ein kleines bisschen TG von ihm. Und sein Sohn Rusticus hier, der ist heute in den USA, ist leider nicht verfügbar, wurde schon auf dem Trakehner Hengstmarkt in die USA veräußert. Ein typischer Sohn von ihm. Und wenn ihr auf Favoritas Blut stoßt, dann bitte seid aufmerksam. Genauso, wenn ihr auf das Erbe dieses Shagir-Arabers stoßt. Denn Bayar, der hier an der Hand seines langjährigen oder lebenslangen Besitzers Wilhelm Hansen vom Gestüt Nordland, an der nördlichsten Ecke der holsteinischen Westküste, durch die Gegend tanzt, dieser Bayar hat nicht nur in der Trakehnerzucht, sondern auch in der Holsteiner Zucht Großartiges geleistet. Vor allen Dingen für den Parcours und den Busch. Er selbst sprang phänomenal, obwohl er nie im Turniersport eingesetzt wurde. Aber seine Nachkommen haben das alles dokumentiert, was in ihm steckte. Ein Shagir-Araber erster Sorte, der im Übrigen auch in der Holsteiner Zucht einen großartigen Namen trägt. Ich war gerade in der letzten Woche im Gestüt Gut Ludwigsburg bei meinem Freund Kurt-Jürgen Karl, der seinen Sohn Bazar nun lange Jahre in Händen hielt. Und dieser Bazar ist dann wieder Vater von ein paar von seinen Stuten. Er hat sie noch, er hat das Erbe noch. Nur ist das leider ein Betrieb, der nun so beschäftigt ist und so überladen ist von allen möglichen Aufgaben, dass dieses wertvolle Blut da züchterisch nicht so zum Einsatz gekommen ist in den letzten Jahren. Ich darf das hoffentlich sagen, lieber Kurt-Jürgen, aber in diesem Jahr hat er wieder 3 Stuten aus diesem Blut tragend von Trakehnerhengsten. Und nämlich, das ist nicht umsonst, dass sich das so besonders rausstellt, weil dieser Bajazzo von Ludwigsburg, ein Axissohn aus einer Bajar-Mutter. Und dann dieser tolle Leistungsstamm der Bergfriede von Schattenriss, war eines der am meisten talentierten und der erfolgreichsten Springpferde der Trakehnerzucht in diesem Jahrhundert, kann man sagen, in diesem Jahrhundert. Und wenn wir schon bei den Stutenstämmen sind, jetzt hatten wir einmal Abiza, glaube ich, die Arbeitgeberin, wir hatten Heimkehr, wir hatten den einen anderen noch. Und dann achtet bitte auch auf diese Bergfriede-Familie. Das ist eine ausgeprägte Leistungsdynastie, wo zahlreiche großartige Sportpferde mit dem Merkmal Parcours und Gelände raus hervorgegangen sind. Immer mit dem Erbe des Bayar und dann häufig auch dem, einfach auf den Grundlagen dieses ausgewiesenen Leistungsstammes, Sportlerstammes. Ist einfach eine Leistungsdynastie, wie sie besser nicht geht. Und um dann bei dem arabischen Erbe zu bleiben, achtet auf solche Hengste. Gottlob sind sie eingesetzt worden in den letzten Jahren von zielstrebig orientierten Züchtern, die wissen, was sie wollen. Dieser Lelu Dudin, der nun als französischer Anglo-Araber selbst im schweren Parcours so häufig erfolgreich unterwegs war und hat nun bereits ein paar ganz besondere, noch junge, man muss abwarten, aber die Chancen sind da, dass dort etwas Besonderes raus entsteht. Oder Cook du Midour, dasselbe. Sein Vater Iago war einer der großartigsten Springvererber dieser Welt, ein Anglo-Araber. Cook du Midour hat das unter Beweis gestellt mit zahlreichen Erfolgen in großen Preisen, in Nationenpreisen, wird immer zu den erfolgreichsten Springpferden Frankreichs zählen und Europas. Gottlob über TG verfügbar, auch in diesem Jahr oder in der nächsten Decksaison. Habt ihn bitte im Kopf. Und den sollt ihr bitte auch im Kopf behalten, diesen Prestige Calonne. Der ist erst 12-jährig. Ein Sohn des Potter du Manoir. Und der ist mit 3 Reitern. Mit Philippe Rosier, Olivier Desuté und Adrien Barat nun ganz erfolgreich gegangen. CSI 4 Sterne, CSI 5 Sterne. Das ist seine Erfolgsbilanz. Und zwar Siege und hohe Platzierungen. Und er ist ganz plötzlich und neu aktuell im Zuchtprogramm. Und er bekam
Letzte Woche von unserem stellvertretenden Zuchtleiter Neil-Heinrich Schof, dem ja dieses Thema ganz besonders am Herzen liegt, und die frohe Nachricht, dass er in Bulgarien war bei Jörg Mühlethaler und hat den diesjährigen Fohlenjahrgang dort gemustert und eingetragen und dass 7 Stuten von Jörg Mühlethaler, wenn du zuhörst, lieber Jörg, herzliche Grüße nach Bulgarien, zu dir kommen wir gleich dann noch, 7 seiner Stuten sind tragend von diesem außergewöhnlichen Springhengst. Bulgarien ist weit, aber es ist in der heutigen Zeit von Transportlogistik gar nicht so schlimm, diesen Hengst hier selbst auch einzusetzen. Denn sein TG ist über Degelenk-Wettart zu erhalten. Denkt an ihn und wir wünschen ganz viel Erfolg mit dem im nächsten Jahr das Leben erblickenden Jahrgang. Hier habt ihr nochmal schnell die Abstammung von ihm, damit ihr ihn auch nicht vergesst. Hier habt ihr den Potter du Manoir, der eben auch selbst im internationalen Springzirkus unterwegs war. Hier habt ihr das allerbeste Springblut, was nun die Anglo-Araber-Zucht in die Welt hineinträgt. Und gerade in einer Reinzucht sind das ja die einzigen Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir neue Springgenetik heranziehen wollen. Und dieser ist nun ein wunderbares Beispiel. Wer schon früher immer einen tollen Eindruck hinterlassen hat, das ist dieser Lichtblick. Und jetzt kommen wir so langsam so ein bisschen mehr Richtung Osten, womit ich nicht sagen will, dass die damalige EDR Richtung Osten ist. Das ist die Bundesrepublik Deutschland heutzutage und Gottlob ist sie das, aber diese ehemalige DDR mit ihren Trakehnerstämmen hat so viel dazu beigetragen, die Springgenetik, die Leistungsgenetik der westdeutschen Trakehnerpopulation zu verbessern, zu steigern und zu konzentrieren. Und dazu zählt auch dieser Lichtblick als Sohn des Nerv, der mit Philipp Schober so zahlreiche Jahre hart und unverwüstlich in schweren Springen unterwegs war, bis zur Klasse S. Und so ist er gezogen. Sein Vater Nerv zählt zu den großartigen Leistungsvererbern dieser Rasse. Der Großvater Ralf ebenfalls. Die haben zahlreiche internationale Leistungssportler gebracht, bis zu olympischen Ehren. Und dann kommt mütterlicherseits natürlich nun wieder Sixtus hinzu, der Habichtsohn. Und in dritter Generation tritt Belmont dazu, dieser Idsohn, der selbst mit Harald Lill in Bayern zahlreiche schwere Springen siegreich bestritten hat. Also ganz erlesene Springpedigree. Dieser Hengst lebt noch, den gibt's noch. Und ich möchte einfach auch mal darauf hinweisen, dass dieses Erbe auch in einer nun betont ausgerichteten Springpferdezucht bei den Trakehnern unverzichtbar ist. Im selben Zusammenhang zählt zum Beispiel Dramatiker hinzu, der viel zu früh nach China verkauft wurde. Dieser Dramatiker, der zahlreiche großartige Springpferde hinterlassen hat, der eben auch ganz eng verwandt ist aus demselben Stutenstamm. Und da haben wir wieder so einen springbetonten Leistungsstamm. Das ist diese Familie der Skadi. Da kommt Dar es Salaam raus, da kommt der Dürer raus, da kommt Dramatiker raus. Das ist das Erbe, was uns, heute ist es der Trakehnerzuchtbezirk Nordost, was uns diese Trakehnerpopulation da gebracht hat. Und jetzt sind wir aber in Osteuropa. Hier sind wir jetzt bei Hockey. Diesen in Kirov geborenen Sohn des Vollblutarabers Pomeranets. Hockey zählte einige Jahre zu, der war der erfolgreichste Sportpferdevererber der Welt. Kein Holsteiner, kein Oldenburger, sondern in ein Russland geborener Trakehner. Der hat Grand Prix-Pferde für alle Disziplinen gebracht. Vielseitigkeitspferde für die großen Preise im Springen, für das große Viereck. Und das war ein besonderes Pferd. Und wenn ihr diese Abstammung anguckt, hier unten ist sie so ein bisschen drunter geschrieben, reiner Trakehner Stutenstamm, aber Pomeranets und Priboy, Tersker Vollblutaraber aus allerbester Genetik. Diese Mamona war eine Stütze der Tersker Vollblutaraberzucht, dieser wunderbaren Herde. Und von Pomeranets und Priboy zehren wir auch heute noch, denn nämlich in diesem Thema geht es weiter. Weil dieses Erbe unverzichtbar,
für die Zucht von Springpferden, unverzichtbar für die Eigenschaften Härte, Gesundheit, Vitalität, Mut und Athletik. Und das sind Gottlob nun die Genetik, die uns verfügbar sind, gerade nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1990-91. Zum Beispiel bei diesem hier, Almox Prinz, der ist hier in Aachen, beim Chio. Der hat nun so viel geleistet, der war Olympische Spiele. Und der ist mit Elmar Gundel dann Nationenpreise gegangen, der hat World Cup Qualifikationen gewonnen. In Kirov geboren, ein Hockeysohn, den wir gerade hatten. Und was für einer. Und er wurde, weil er im Exterieur, liebe Freundin, die vielleicht nicht vollkommen war. Ich habe ihn selbst damals mit Hans-Joachim Scharfeder in Buchlohe bei Alexander Moxel im Auftrag des Trakehnerverbandes des Vorstandes anerkannt. Oder danach. Ein Hengst mit einer unglaublichen Aura. Der stellte sich wirklich hin und dann hat man gedacht, er schaut zurück in seine Heimat, in die russische Steppe. Aber er war hier gerade im Hinterbein. Er war gerade und kurz in der Kruppe. Er war hoch und rank im Körper. Aber was er hatte, eine schier unbezwingbare Leistungsbereitschaft, eine unglaubliche Einstellung. Und warum dieser Hengst in der Trakehnerzucht gerade in diesen letzten, ich will mal sagen, 15 Jahren, 16 Jahren nicht mehr eingesetzt worden ist, das weiß ich nicht. Das kann eigentlich nur ein Exterieurfetischismus sein, wenn man das so sieht im Nachhinein. Es gibt noch sein Erbe, es gibt noch sein Blut, es gibt noch ein ganz bisschen TG. Wir müssen darauf achten, wir müssen es hüten. Und Gottlob ist in diesem Jahr sein Sohn gekürt worden, eingetragen worden ins Hengstbuch. Dieser inzwischen nun auch schon 12-14-jährige Sohn des Almox Prinz. Und wir waren am letzten Sonntag bei Gerard Gehling, da hat er dieses Jahr seinen Einstand gehabt, also in der Zucht. Und er ist trotz dieser kurzen Zeit im Einsatz, er kam erst später auf Station, gut benutzt worden von engagierten Trakehner, Sportpferdezüchten. Und das gehört sich auch so, denn der ist einfach toll gezogen. Der bringt auch neue Genetik da hinein. Einmal ist es der einzige Sohn des Almox Prinz, dieses World Cup-Qualifikationssieger. Und dann über Stradivare kommt wieder das anglo-arabische Erbe des Hupin-Lajard. Hupin-Lajard hat als Landbeschäler in Warendorf zahlreiche westfälische Spitzenspringpferde geliefert. Nicht wahr, Frank? Dieser wunderbare Anglo-Araber. Und mütterlicherseits dann eben nochmal englisches Vollblut über Langata Express. Neue Gene, andere Gene, bewährte Gene, Leistungsgenetik optimal. Auch an ihn müssen wir immer wieder denken. Und es gibt auch viel zu wenig von ihm. Der ist in Russland geboren, in dieser Cheops. Mit Isabel Heckmann war er eben auch in großen Preisen unterwegs. Und dann sage ich immer wieder, was würden wir eigentlich machen, wenn wir über Springpferdezucht in der Trakehner-Population sprechen, ohne diese osteuropäischen Gene? Karajan, das ist viele Jahrzehnte vorbei. Und das andere, was wir hatten über Prince Rouge, und Gottlob, ist es jetzt nun auch wirklich, ich sage einfach mal, hoffähig geworden, diese Genetik, diese Leistungslinien in unserer deutschen Population zu verankern. Wie zum Beispiel bei so einem Kamm Klaus. Der ist viel zu früh von der züchterischen Entschuldigung, Bühne abgetreten. Was ist das für ein Springpedigree? Ein Sohn des Cheops, den habe ich euch gerade gezeigt und dokumentiert. Almox Prinz dürfte auch bei euch noch in bester Erinnerung sein. Der Urgroßvater Sokrates hat auch zahlreiche erstklassige Springpferde geliefert. Und dann kommt dieser wunderbare Stutenstamm der Karavelle von Ramses. Ramses habe ich euch auch schon erklärt. Und dieser Hengst war bester Springhengst seiner Körung, ist eigentlich von unseren Züchtern, und das ist ein Jammer, nicht richtig erkannt worden. Es gibt noch TG von ihm. Konzentrierter kann eine erlesene Springgenetik nicht aussehen wie bei diesem Come Close. Kurz bevor er nun in den internationalen Parcours sollte, ist er, ich glaube wegen Hodenbruch, dann plötzlich abgetreten von der züchterischen und Lebensbühne auch.
Und wir bleiben einfach fröhlich jetzt mal in Osteuropa, sind aber auch hier ganz, ganz schnell in der Nachbarschaft. Weil der Dürer, der Sohn des Waitaki mit Holger Hetzel, kommt auch aus Russland. War das beste Nationenpferd Deutschlands, das erfolgreichste mit Holger Hetzel. Bestes russisches Leistungsblut. Hat Gottlob mit Flocks einen Sohn hinterlassen, aus einer besonderen Stute stammt. Diese Polarissima bringt dann eben nämlich auch nochmal Springgenetik dazu. Denn ihr Vater UNESCO ist auch im S-Parcours erfolgreich unterwegs gewesen. Und Polarissima war nicht nur bei Graziella Bruch ein Ausstellungsstute wunderbarer Machart und von ganz großartiger Darstellung. Sie vertrat auch einen richtigen Leistungsstamm in diesem Zweig, denn die dort in vierter Generation oder dritter Generation auftauchende Polaris ist wieder eine Karajan-Tochter. Da ist es ja wieder, dieses Erbe. Und dann kommt wieder Vollblut-Araberblut über Dämon und seine Tochter Parole. Ich war jetzt gerade vor drei Wochen, glaube ich, war es in Litauen im Auftrag des Trakehnerverbandes, bin ich ganz schnell aus Krankheitsgründen des eigentlich Beauftragten eingesprungen und durfte dort nun ungefähr 40 dreijährige Stuten und Hengste mustern und eintragen. Und da war immer wieder kam der Name des Horalas in Sylden. Von den 22 Hengsten, die derzeit im Nemunas-Gestüt in Litauen aufgestellt sind oder züchterisch tätig sind, tragen nicht weniger als 8 in den ersten 3 Generationen des Erbe von diesem zweimaligen litauischen Landesmeister, zweimaligem World Cup Qualifikationssieger Horalas, der mit Hep Hansen dann nach seiner litauischen Zucht- und Sportlerkarriere in den USA einfach eines der besten Springpferde der Welt wurde. Und das Erbe ist dort vertreten, wie zum Beispiel in diesem wunderbaren Kromas, der letztes Jahr leider erst eingegangen ist, der in Warschau in Nationenpreisen unterwegs war. Der war in Moskau, der war in Oslo. Der ist in seinem Sportlerleben durch ganz Skandinavien und Osteuropa gereist und überall hat er gewonnen und war hoch platziert. Und dieses Erbe gibt es noch. Wir haben Ende Juli mit so einer kleinen Kommission in Litauen ein paar seiner Nachkommen gesehen und auch im Nemunas-Gestüt werden seine Töchter hochgeschätzt. Das ist das Erbe, auf das wir uns einlassen müssen und gerne einlassen. Schaut euch das mal an. Dieser Horalas als Vater des Kromas, den habe ich euch gerade erzählt. Weimaras dasselbe, sein Vater. Der zählte zu den besten Springpferden Osteuropas. Trakehner, Portas dasselbe, Gret dasselbe. Aus allerbestem Blut. Und wir müssen uns dieses Erbe sichern. Genauso wie in Estland das von Palladium. Das hat mir Neil Heinrich Schof letzte Woche noch mal schnell gewonnen. Zählt zu den erfolgreichsten Springpferden der Welt, dieser Palladium. Ein Dragonsohn, der mit seinem Sohn Peron, der ist hier in Deutschland mal kurz mit Karin Visser gewesen und ging dann nach Estland zurück, zahlreiche große Preise gewonnen. Und so sind die dann gezogen. Palladium, dann hat dort der Palladium als Großvater den Epigraph. Der ist auch internationale Springchampionate erfolgreich gegangen. Dragun, sein Vater, der Großvater ebenfalls. Ves Espadron war für die UdSSR, also für die Sowjetunion, Olympia-Pferd. Also besser geht es nicht. Und dieser Peron hat selbst nun eine Riesenbilanz in großen Preisen, in internationalen Championaten, steht nach wie vor im Heintali-Gestüt. Und wir wollen einfach zusehen, dass wir an diesem Blut dranbleiben. Denn wenn wir von einer Reinzucht sprechen und wir wollen in der Reinzucht bleiben, sonst sind wir in Gefahr unterzugehen, dann müssen wir versuchen, ganz akribisch diese Gene, wenn wir Springpferde züchten, und wir wissen, dass das machbar ist, trotz einer kleinen Population, dann müssen wir auf diese Gene achten. Dann müssen wir uns die sichern und ranholen. Wie Almox Prinz, wie Favoritas, die jetzt noch verfügbar sind, auch für die ersten Generationen und wie Palladium und Peron und wie diese wunderbaren französischen Anglo-Araber.
Oder eben bleiben wir in Osteuropa hier bei unserem Freund Jens Hofrogge, der sich seinerzeit diesen Cross nun gesichert hat. Cross, zuerst umjubelter Trakehner Geländepferde-Champion, zahlreiche Erfolge in schweren Vielseitigkeitsprüfungen bis 2-3 Sterne. Und jetzt ist er nun im 2-Sterne-Parcours siegreich unterwegs. Unter anderem jetzt im Sommer in Münsterhandorf. Und das ist ja eben auch so ein Blut, was so wahnsinnig wichtig ist für uns. Weil Eibeck, der Vater des Cross, der hat ja nun zahlreiche Spitzenpferde dieser Sorte geliefert. Und das ist neues Blut, das ist anderes Blut. Und im Gestüt Roche-Novo sind ja nicht weniger als 14 oder 15 Eibeck-Töchter in der Zucht. Und Gottlob wird dieser Cross auch genutzt in der deutschen Trakehner-Population. Inge und Frank, ihr habt doch selbst einen tollen Cross. Ihr wisst, warum ihr das gemacht habt. Weil dieses Erbe, das ist eine Garantie, wenn sie gesund bleiben, in den richtigen Händen sind, für eine erfolgreiche Sportlerlaufbahn. Also bitte achtet darauf. Und so sieht dann eben auch so ein Pedigree aus, wie es heute ganz aktuell ist, mit unserem Freund Guido Kirmse. Hier war er Geländepferde-Champion in Münsterhandorf in diesem Jahr. Und der ist natürlich unter solchen Dingen, unter solchen Aspekten, die wir jetzt die ganze Zeit diskutiert haben, und ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, hier der französische Anglo-Araber Icardo Lymp, den hat sich Dr. Astrid von Felsen-Zerbeck nicht umsonst aus Frankreich geholt. Überragende Eigenleistung. Und jetzt kommen seine Kinder langsam. Jetzt fangen sie an. Und Gott sei Dank gibt es einen Kreis von Fans von ihm, von gläubigen Züchtern an ihm, die ihn einsetzen. Und wenn dann Nicole Meyer aus Laubheim das mit ihrer Ballisto-Tochter macht, dieser Pandora, die nun über Sichard, der selbst im S-Parcours im Besitzerpatronat der Familie Mitterbeier Meyer so erfolgreich war. Ballisto Z ist international, hat er im Springen gesiegt mit der Tochter, mit Anna Melchior. Also, und dann Karnitz, der Eichenhofer S-Springhengst. Und dann kommt nochmal Magnet hinterher. Also das ist ein abgerundetes, springorientiertes Pedigree. Und wir wünschen uns für Picard de Polar, dass und seine Züchterin und Besitzerin, dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen, dass wir ihn einmal auf dem großen internationalen Parkett wiedersehen. Denn seine Genetik hat er dazu. Und so danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Hier habt ihr nochmal den amtierenden Springpferde-Champion von Handorf. Und wie kann es kann kein anderer sein. Und hier ist es mal wieder ein Litauer, Haptinas, der uns alle begeistert hat vor wenigen Wochen, Ende Juli in Münsterhandorf. Kommt gut durch die Zeit und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren Ideen und Planungen, um auch das Trakehner Sportpferd in der Springszene mehr und mehr zu etablieren. Aber es sind wunderbare Chancen und Möglichkeiten da und die gilt es zu nutzen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.